Hallihallo meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Detroit Become Human. Letzte Folge haben wir ja Marcus und Carl kennengelernt. Und ja, und den Sohn von Carl natürlich noch mit dazu. Das ist aber eine andere Geschichte. Wenn ein Mensch nichts gefunden hat, wofür er sterben würde, eignet er sich nicht zum Leben. Ein Zitat von Martin Luther King. Gefällt es Ihnen? Ehrlich gesagt, ich kannte es schon. Gut, wir machen mal weiter, ehe sie sich hier ein bisschen vernachlässigt fühlt und weiterhin dazwischen quatscht. Wir fahren fort. So, und da haben wir auch schon wieder den schönen Ladebildschirm. Jetzt kann ich ja noch ein bisschen quatschen. Ja, letzte Folge habe ich erst gedacht, wir sind so ein bisschen im, naja, Seniorenresidenz-Simulator. Aber dann haben wir entdeckt, dass wir hier Klavier spielen können und wir haben entdeckt, dass diese ganze Hintergrundgeschichte erst einmal dazu dient, die Charaktere kennenzulernen und kennenzulernen, was die Charaktere erlebt haben und warum sie wahrscheinlich am Ende so werden, wie sie sind. 5. November 2038, 23.21 Uhr, die Münze kenne ich. Und wir spielen wieder Connor, so wie es aussieht. Den Polizisten-Androiden, mit dem wir die ganze Geschichte begonnen haben. Finde Lieutenant Anderson. So, wir scannen das Ganze mal. Können die Gesichter scannen? Okay, scanne die Gesichter. Fangen wir mal an. Scheiße, ich dachte, Androiden dürfen hier nicht rein. Doch, dürfen wir schon. Wir müssen herausfinden, wie wir die Gesichter scannen. Was ist dein Problem? Ich habe kein Problem, mein Freund. Willst du einen ausgeben? Nicht wirklich. Hier hinten sind noch mehr Gesichter zum Scannen. Wir müssen Lieutenant Anderson finden. Wahrscheinlich ist das Bild von Lieutenant Anderson eingescannt. So, na dann. Fangen wir mal hier an. Negative. Roberts, also Chris Roberts haben wir hier. Und wen haben wir hier? Wer schaut uns hier so an? Dennis Ward. Okay. Dann schauen wir mal hier weiter. Na, komm, komm, so. Samuel McRae. Das ist definitiv der Falsche. Kim Johann. Johann. Jonah Graham. Jimmy Peterson. Okay, hier hätte ich gedacht, der Mann heißt Barkeeper. Wer ist das da? Christopher Gray. Passt auch zu seiner grauen Mütze. Lieutenant Hank Anderson. Na, da haben wir ihn doch. Nicht hier rein. Nicht, dass wir noch Ärger bekommen. Hey, verschwinde hier. Ja, ist okay. Lieutenant Anderson, mein Name ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Ich war auf ihrem Revier, aber niemand wusste, wo sie sind. Es hieß, dass sie vermutlich irgendwo etwas trinken. Ich hatte Glück, das ist erst die fünfte Bar. Was willst du? Ihnen wurde heute Abend ein Fall zugeteilt. Tötungsdelikt. Verdächtiger ein CyberLife-Android. Das Unternehmen hat für diesen Fall ein spezialisiertes Modell zur Unterstützung der Ermittler abgestellt. Na, ich brauche keine Unterstützung. Und schon gar nicht von so einem kleinen Plastik-Arschloch wie dir. Also sei ein braver Roboter und verpiss dich von hier. Verzeihung, Lieutenant, ich muss darauf bestehen. Meine Anweisungen verlangen, dass ich sie begleite. Weißt du, wo du dir die Anweisungen hinstecken kannst? Nein. Wohin? Oh mein Gott.
Ich weiß, dass sich einige Menschen in Anwesenheit von Androiden unwohl fühlen, aber... Aber ich fühle mich absolut wohl. Jetzt hau ab, bevor ich dich zerquetsche wie eine Bierdose. Okay. Entschuldigen Sie, Lieutenant. Ich wollte Sie nicht stören. Ich warte draußen auf Sie. Lassen Sie sich Zeit. Sagtest du Tötungsdelikt? Tja. Du wartest hier. Dauert nicht lang. Ich habe Anweisungen, Sie zum Tatort zu begleiten, Lieutenant. Hör zu, ich gebe einen Scheiß auf deine Anweisung. Ich hatte gesagt, warte hier. Also halt einfach die Klappe und warte hier. Okay, gegensätzliche Befehle. Wir folgen Lieutenant Anderson natürlich. Joss Douglas für Kanal 16. Können Sie bestätigen, dass es Mord war? Ich bestätige hier gar nichts. Typisch DPD. Sie sagen einem gar nichts. Androiden haben hier keinen Zutritt. Er gehört zu mir. Welchen Teil von Blatt und Auto hast du nicht verstanden? Ihr Befehl widersprach meinen Anweisungen, Lieutenant. Du sagst nichts, du fasst nichts an und du stehst mir nicht im Weg, kapiert? Verstanden. Guten Abend, Tank. Wir dachten schon, du tauchst nicht mehr auf. Ja, das war der Plan, bis dieses Arschloch aufgetaucht ist. So, du hast jetzt einen Androiden, hm? Oh, sehr witzig. Sag mir einfach, was ist passiert? Gegen 8 hat der Vermieter angerufen. Sein Mieter war mit den Zahlungen im Rückstand. Er dachte, er sieht mal nach, was... Okay, haben wir hier schon irgendetwas zum Aufklären? Nein, natürlich nicht. Los ist! Und da fand er die Leiche. Oh, Himmel, dieser Gestank! War noch schlimmer mit geschlossenen Fenstern. Das Opfer heißt Carlos Ortiz. Er ist vorbestraft wegen Diebstahl und schwerer Körperverletzung. Seinen Nachbarn zufolge war er ein Einzelgänger. Blieb meistens in der Wohnung, ließ sich nur selten blicken. Bei dem Zustand hätte man nicht alle mitten in der Nacht zusammentrommeln müssen. Morgen früh hätte auch gereicht. Ich schätze, er liegt schon knapp 3 Wochen da. Der Rechtsmediziner wird das klären. Da drüben liegt ein Küchenmesser. Vermutlich die Mordwaffe. Anzeichen für einen Einbruch? Nein. Der Vermieter sagt, die Tür war von innen fest verschlossen. Alle Fenster waren verrammelt. Der Killer muss hinten raus sein. Was wissen wir über seinen Androiden? Nicht viel. Die Nachbarn wissen, dass er einen hatte, aber er ist nicht hier gewesen. Ich brauche mal frische Luft. Fühl dich wie zu Hause. Ich bin draußen, wenn du mich brauchst. Untersuche den Tatort. Tja. Auf geht's, Leute. Wir stecken mitten in den Ermittlungen. Schauen wir uns erstmal die Tatwaffe an. Oder? Die Buchstaben sind perfekt. Viel zu sauber, kein Mensch kann so schreiben. Das kennen wir doch schon. Das haben wir schon gesehen mit Kara, als Kara die Wäsche angeschalten hat. Genau, dieses sogenannte Red Eyes, diese Red Eyes Droge. So, hier Chris, liegt das Messer. Das Blut des Opfers? Oh Scheiße, was zur Hölle machst du da? Ich analysiere das Blut. Ich kann Proben in Echtzeit prüfen. Tut mir leid. Ich hätte sie warnen sollen. Okay, nur nimm keine Beweise mehr in den Mund, verstanden? Verstanden. Verflucht, ich glaub das alles nicht. Also getrocknetes Blut, DNS-Analyse Ortiz, Carlos. Das haut also alles hin. Keine Fingerabdrücke, Androiden beteiligt. Okay, aber war es tatsächlich ein Android?
der hier zugestochen hat? Ja, ich denke schon. Wir nehmen Proben für die Analyse. Carlos, Alter der Probe, 19 Tage liegt er schon hier. Okay, 3 von 10 Beweisstücken. Wir machen mal hier rechts weiter am Schrank. Red Eyes. Unser Freund Carlos hat gerne gefeiert. Okay, im Schrank selber war jetzt nichts. Schauen wir mal hier auf den Tisch. Der Eden Club. Chris, ich will eine komplette Analyse der Drogen. Okay, Eden Club sah mir aus wie eine Art Bordell. Wird erledigt, Lieutenant. So, hier steigen wir einfach mal drüber. Ich möchte mir gern die Leiche nochmal anschauen. Hey Mike, bist du fertig mit den Proben? Wenn ihr einen schwachen Magen habt, bitte wegsehen. I am alive. Wow. Okay, dann analysieren wir mal. Verstorben Carlos Ortiz. Geschätzter Todeszeitpunkt ca. 23.30 Uhr. Das Ganze allerdings vor 19 Tagen. Ja, und da haben wir das Red Eyes im Bad. Innere Blutungen 28 Messerstiche. Vor mehr als 19 Tagen verstorben. Fingerabdrücke, Übereinstimmung in Datenbank, ja. Vorstrafen, Diebstahl und schwere Körperverletzung. Gut, dann werden wir mal rekonstruieren. Das Ganze läuft wie gehabt zuerst rückwärts ab, denn uns fehlt hier noch ein kleines Detail. Er ist also auf den Dosen ausgerutscht. Aha, und da haben wir das Detail, das fehlt. Dort, wo die Blutlache ist, wurde er niedergestochen. Okay, welches Detail fehlt uns aber hier? Wir müssen mit um die Ecke gehen. Sie kamen also aus der Küche. Gut, dann können wir uns das Ganze jetzt mal vorwärts anschauen. Also, Ortiz gerät ins Straucheln. Der Android, wenn er es war, der Android hinterher, schnappt ihn sich und sticht zu. Ortiz fällt zum Boden, will weg. Wird an die Wand geschubst. Und wird dann blutrünstig mit weiteren 26 bzw. 27 Stichen hingerichtet. 28 Stiche waren es. Der erste erfolgte auf dem Weg raus der Küche. Der zweite kurz nachdem er in die Wand gefallen ist und alle anderen dann in wütender Rage, während er am Boden lag. Können Androiden aber so wütend werden, dass sie das durchziehen können? Er hat Stichwunden. 28 Stück. Ja. Der Killer hat es echt auf ihn abgesehen. Okay, Beweisstücke. Haben wir trotz allem erst 4. Wenn die beiden aus der Küche kamen, dann ist unser nächstes Ziel definitiv die Küche. Oh, das mit dem Blickwinkel ändern hier ist schon manchmal sehr merkwürdig. Aber wir gehen mal in die Küche. Und hier haben wir noch ein paar. Oh, was haben wir hier? Warte. Ja, nochmal getrocknetes Blut von Carlos Ortiz. Direkt an der Tür. Dann haben wir hier noch eine Tür. Ich will aber erstmal die Küche. Ehe wir hier rausgehen. Nochmal Blut. Der ist überall hängen geblieben. Auch Fingerabdrücke. Zeichen eines Kampfes. Ein umgestürzter Stuhl, ein umgeschmissener Tisch. Da war jemand ganz schön sauer.
Und hier haben wir das. Das war doch der Eden Club, dieser Flyer. Offiziell, Sex mit Androiden ist besser. Sorry, Ladies, aber es geht nichts über Plastik. Mark Water und Nancy Rice zeigen sich gemeinsam. Okay, das Ergebnis unserer Umfrage macht es offiziell. 68% der Männer haben lieber Sex mit Androiden als mit einer echten Frau. 52% der Männer gaben an, dass sie die Erfahrung mindestens einmal ausprobiert haben. Offenbar liegt eine Menge Androidenliebe in der Luft. Okay. Spioniert ihr Android sie aus? CyberLife könnte mit Hilfe seiner Androiden private Informationen sammeln. Gut. Hätten wir das auch. Und schauen wir mal weiter. Lisa, das ist die Tür, da möchte ich später hingehen. Zuerst hätten wir hier noch etwas. Ich sehe es doch schon. Hier auf dem Tisch, L1. Da fehlt das Messer. Okay, hier ist nur Fenster. Fenster und Spüle, wir können also nach draußen schauen. So, was haben wir hier noch liegen? Ein Baseballschläger, das ist ja ganz neu. Ja, Carlos Ortiz. Spuren von Tyrium, Grund heftiger Aufprall. Und wir rekonstruieren wieder. Also hier ist er über den Tisch gefallen. Er hatte den Baseballschläger in der Hand. Alles klar. Der Abweichler, also der Android, nahm sich das Messer. Wenn ich das aber hier richtig sehe, wir schauen es uns dann nochmal vorwärts an. Abweichler, also Android, wurde angegriffen. So, und jetzt schauen wir nochmal. Ortiz stürmt zur Tür hinein mit dem Baseballschläger in der Hand und prügelt wütend auf seinen Androiden ein. Der Android geht in Deckungshaltung, bittet wahrscheinlich drum aufzuhören, sieht dann nur noch seinen eigenen Tod vor Augen und nimmt sich das Messer. Und sticht zu. Erwischt Ortiz. Ortiz gerät ins Straucheln, fällt über den Tisch. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir vorhin rekonstruiert aus dem Wohnzimmer. Er stürzt rückwärts aus der Küche hier raus. Ihr habt es ja gesehen. Okay, nein, wir können. Los, Leute, macht mal hin. Wir wollen ja nicht übernachten. Ja, nicht übernachten ist klar, aber hier ist noch eine Tür. Ich möchte gerne alle Beweisstücke. Alle. Okay, Modell K52. Die Tür war von innen verschlossen. Der Killer muss hier raus sein. Es gibt keine Fußspuren, außer die von Officer Collins, Schuhgröße 10. Das ist vor Wochen passiert. Das heißt, die Spuren könnten weg sein. Nein, auf diesem Boden hätten sich Spuren gehalten. Hier draußen war schon sehr lange keiner mehr. Tja, das könnte ja bedeuten, der Abweichler ist noch im Haus. Der Abweichler, der Android, ist noch hier im Haus. Was ist denn das hier für eine Tür? Können wir hier rein? Nein, da geht's nur noch mal ins Wohnzimmer. Da hätten wir noch was. Ist er hier in dem Vorhang?
zwanghaftes Schreiben. Immer die gleichen Buchstaben und eine Statue. Religiöse Opfergabe. Das macht doch kein Android, oder? Ein Android. Androiden geben doch hier keine mysteriösen Opfergaben, oder? Gut, es kann also durchaus sein, dass der Android sich noch hier im Haus befindet. Und wir werden es sehen. In der nächsten Folge. Dran geblieben. Reingehauen. Liebe Grüße. Euer Rob.